So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Es geht schon los, wir sind ein bisschen spät dran. Wir zocken Draven. Draven ist immer geil. Ja, wer ein bisschen aktiv dabei ist, dem wird aufgefallen sein, dass ich jetzt die letzten Tage halt wirklich schnitttechnisch nicht viel am Hut hatte auf meinem Channel. Liegt daran, für die Leute, die es nicht wissen, ich bin ja relativ zugewachsen, oder ihr seid zugewachsen jetzt in den letzten Wochen, Monaten. Ich habe alle drei Wochen eine Woche Berufsschule. Oh mein Gott, fuck. Oh mein Gott, fuck, ich will AFK gehen. Und da habe ich wirklich nicht so viel Zeit, leider, für irgendwelche coolen Sachen zu schneiden. Und dementsprechend gibt es jetzt hier einfach nur ein Gameplay. Aber ich denke, ganz ehrlich, Draven-Gameplays, wenn man nicht übel hart reinfeedet. Oder zum Beispiel gegen sowas richtig Geiles, wie Caitlyn Jenner spielt. Ich glaube, dann hat man auch ganz viel Spaß dabei. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass ihr mir verzeiht, dass ich... Ach, oh mein Gott, ich bin so bad. Aber doppelt was bleibt easy. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir verzeiht, dass ich jetzt hier nur ein normales Gameplay bringe. Weil ich ja jetzt in letzter Zeit relativ viel geschnitten habe, was auch übel Bock macht. Aber die Zeit, meine Freunde, die Zeit ist der Tod. Und ja, wir sind jetzt schon 10 verminden, weil wir richtig gut sind im Spiel. Nein, und ich habe auch schon ungefähr 8 Äxte verpasst, deswegen bin ich fast oben. So spielen wir auf jeden Fall richtig gut Draven. Aber ich muss mich gerade erstmal ein bisschen mit euch artikulieren. Denn hier geht natürlich vor meine Schätze bei 1. Der Velkos macht einen ganz guten Job. Da tue ich nicht so weiter, der bin ich schon nicht so fit. Komm ran, Velko. Haben wir. Ja, easy! Machen wir auch noch, oder? Hast du noch was, Schatzi? Ah, du bist oben. Schade. Ah, ist halt einfach ein bisschen zu einfach. Kennt ihr das, wenn ihr einfach irgendwas so gut könnt, dass ihr euch denkt, warum mache ich das überhaupt noch so? Nein, Spaß. Hat mit der Velkos gerade hart gecarried. Aber die Caitlyn war gerade auch ein bisschen sehr von sich überzeugt. Aber First Blood auf der Botlane. First Blood hat jetzt 6 Gold. First Blood auf der Botlane. Immer nice. Hat jetzt Velkos bekommen. Ist jetzt ganz... Okay, dass er mir noch den ganzen Farm ist jetzt nicht so geil. Aber dass er den Kill bekommt, finde ich halt an sich nicht schlimm, weil ich habe... Wie viel ist 670? Das ist halt nicht... Also es sind halt extra Gold. Klar, 200 extra Gold ist so 200 extra Gold. Aber Velkos kann halt die Lane damit hart snowballen. Von daher habe ich damit jetzt nicht so ein Problem. Die Frage ist, hole ich mir jetzt Boots oder 5 Pots? Ich hole mir auf jeden Fall 5 Pots gegen dieses richtig schöne Team von Caitlyn Jenner. Weil wie gesagt, die Lane macht unglaublich viel Spaß. Übertrieben lustig. Ich habe das Gefühl, ist vielleicht ein bisschen leise für euch, oder? Ich mache mal ein bisschen lauter. Normalerweise wird das ja angezeigt, aber das ist halt immer... Nee, ich bin wahrscheinlich blind, was sowas angeht. Gucken wir mal, wir haben immer noch 9 Farm weniger. Nicht so nice, jetzt sich Karl geholt. Das ist ja ganz cool für uns, denke ich mal. Und die haben im Jungle Udi. Boah, wenn der auf uns zu rennt, sind wir... Wenn der uns einmal gestunt bekommt, sagen wir so, sind wir gut am Arsch. Der Velkos ist halt... Velkos ist halt, glaube ich, so ein Pick, der ist richtig gut gegen Jenner. Generell, so Poke-Champs sind übertrieben gut gegen Jenner. Was richtig scheiße gegen Jenner ist, sind All-In-Champs. Also was wie Soraka, Velkos, alles, was nicht Leona heißt, ist eigentlich echt nice gegen Jenner. Weil der macht halt mit einem Q das Schild von Jenner weg und dann nochmal 3000 Damage. Oder er trifft sein Q nicht und macht 0 Damage. Das kann natürlich auch. Nice, die haben wir. Nein, ich bin zu langsam. Warum bin ich so langsam? Mach mal die halt. Ja, Salz League of Legends. Das ist einfach wie Strichmännchen malen für mich, ne? Sehr gut, jetzt habe ich sogar den Kill bekommen. Alter, das Game. Okay, never mind. Wie kann man First Pack auf der Toplane holen? Dann wollen wir mal sterben. Ich hoffe, es war knapp. Aber ich will gar nicht Toplane gucken, weil sie auch gerade genudelt wird. Oh nein, sie wird nicht genudelt. Nice, 1-4. Also, der Damage da weg. Das passt perfekt. Sein W und sein E und mein E reichen, um die ganze Wave zu killen. Das ist perfekt, so, zack, perfekt. Ja, das. Oh, ich glaube nicht, die kommt weg. Ja, W. Nice. So, Toplane. Ist halt trotzdem 13 Farm hinten tatsächlich, ne? Der gewinnt die Lane und ist 13 Farm hinten. Krass. Ich hole mir jetzt Schuhe, weil ich. Das hat mich gerade richtig frustriert, dass ich so langsam war. Ich verstehe, ich hätte meinen Schall. Ich habe noch 5 Pots. Ich habe immer noch 5 Pots, Alter. Ich habe gerade mein W angehabt und war trotzdem langsamer als die Caitlyn ohne Schuhe. Wahrscheinlich, weil sie Richtung Jenner gelaufen ist. Das zackt halt auf jeden Fall richtig hart. Still got my Flash. Heal 50. Flash 100. Heal. Waves. For my 6S. Well, I think one. Man muss immer kommunizieren, Leute. Das ist richtig wichtig. Sagt euren Teammates, was Sache ist. Wie so ein Kummerkasten, ne? Das ist, Flame ist nur die Extremform davon.
gefettet, ja. Okay, das ist eine etwas dickere Wave. Ich werde damit auf jeden Fall 6, Alter. Holy shit. Dann werde ich richtig eben 6. Ich bin schon 6. Okay, den kleinen, der kann ich verkraften. Also halt auch immer so, Caitlyn. Alter, RIP, Junge! Weißt du, man sagt ja immer, ja, Draven, der braucht einen Supporter, der ihm Utility gibt. Ja, oder du nimmst einfach Fellkost und ihr fickt einfach die Welt auseinander. Was ist denn das für ein Damage? Der hat halt mehr Damage gemacht als ich. Holy shit, Mann. Was ist mit diesem Vieh los? Und dann kriegt er auch noch einen geilen Skin bald. Dann wird der halt nur noch gespielt, Mann. Aber wie gesagt, ich glaube, sowas wie Fellkost kann man halt wirklich einfach nur gegen Jenna spielen. Gegen Trash ist kacke, gegen Braum ist kacke, gegen Alistar ist kacke, gegen Nautilus ist kacke, gegen alles, was nicht Jenna ist, ist halt scheiße. Aber so, Premium. Nee, nimm mir noch einen Minion und ich bring dich um, Junge. Nein, Spaß. I love you. I love you very much. Okay, wir sind ready. Und gehen in die Base. So, das haben wir schon. 500 Gold noch für. Ich glaube, ich verkaufe jetzt das Ding einfach mal und hole mir 3er Boots. Dann können wir das noch mehr snowballen. 3er Boots early mag ich eigentlich, oder 2er Boots generell. Ausgebaute Schuhe auf Draven mag ich early eigentlich überhaupt nicht. Aber wenn man ahead ist und snowballen will, dann kann der Move and Seed halt wirklich nützlich sein. Und also mal ganz ehrlich, eine Caitlyn, die 0-2 auf der Lane steht, ne? Das ist nutzloser als Nippel bei Männern, so wie Cyanide jetzt sagen würde. Ist halt so. Was macht die? Die steht dumm in der Gegend rum und sieht halt manchmal ganz geil aus. Meistens aber eher komisch, wenn sie dann da versucht, Damage zu machen. Das ist wie mit Nippeln. Denkt mal drüber nach. Caitlyn ist einfach der männliche Nippel von League of Legends. Da habt ihr es. Weisheit des Tages. Bitte jetzt sofort. Hashtag Caitlyn ist ein Nippel. Wir können einfach wieder All-In gehen. Wir sind einfach so ahead. Die sind jetzt Level 6, was natürlich nicht so geil ist, aber... Kann ich fast sogar diven. Wenn er seinen scheiß Knockup... Alter, die ist ja fast down! Und... Die Ult hat mit Absicht nicht getroffen. Aha! Ich sag ja dir... Ich sag ja, die hat mit Absicht nicht getroffen. Alter. Also nur, falls die Leute jetzt denken, als ob die mit Absicht nicht getroffen hat. Natürlich hat sie nicht mit Absicht nicht getroffen, aber das Timing war trotzdem sweet as fuck. Okay, den Tower hätte ich vielleicht sogar noch stehen lassen können. Wir pushen einfach mal. Ja, wir pushen. Shubidu. Okay, ich hoffe. Jetzt habe ich meinen Jungs fertig, Minute 10. Ist jetzt keine Meisterleistung, aber wie gesagt, die Dreier-Schuss sind am Start. 18 Pots waren auch am Start. Also das Game sollte eigentlich ein richtiger Easy-Win sein, wenn wir jetzt nicht 80 brauchen. Der Team ist kacke. Wir sind alle ahead. Top-Laner ausgeschlossen. Jungle scheint auch zu laufen. Ja, das müssten wir halt wirklich in der Tasche haben, das Game. Aber. Ja. Oder das Game wird einfach mal gedrop-hackt. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wenn das jetzt, wenn dieses Game, Alter, das ist nicht dein Ernst. Wenn das jetzt gedroppt, ich hoffe, dass nur ich das bin. Hallo, Mama? Hört ihr mich noch? Natürlich hört ihr mich. Ich bin ja auch nicht am Streamen, aber das jetzt. Ich habe Internet. Alter, ihr wollt mich doch komplett trollen. Ihr wollt mich doch komplett trollen. Ich restarte jetzt das Game. Alter. Wenn das jetzt gedroppt wurde, das Game, dann raste ich komplett aus. Dann ist Feierabend. Dann ist komplett Ende. Game ist noch da. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Drop-Hack ist, ist quasi das Game freeze, so wie gerade. Keiner kann sich mehr bewegen, alle disconnecten und dann ist das Game weg. Hat nicht existiert, ist nicht da. Das macht dann halt meistens oder eigentlich immer jemand, der gerade verliert. Alter, wenn das wirklich so ist, Mann. Wenn das jetzt wirklich ein Drop-Hack war, ich habe seit... Boah, keine Ahnung. Okay, ne, war mein Game, dachte sich einfach, reconnecte einfach mal. So, ja, warum auch nicht? Krieg ich halt mal ein Standbild. Machen wir. Was ist in der Zeit passiert? Anscheinend nicht viel. Außer, dass ich meine Champs neu ordnen muss. So, zack und bibidi-bup. So. Top Lane ist immer noch behind. Wir sind immer noch ahead.
Eigentlich sind wir gar nicht mal so krass, ey. Das ist halt nur die Botlane, ne? Jungle ist zwar immer noch gut dabei, aber vom Farm her behind. Mitte ist vom Farm her auch behind. Also eigentlich ist echt hauptsächlich die Botlane. Ich meine, klar. Ich bin so geboostet. Oh mein Gott! Dass ich den Kane gerade verpasst habe. Das tut in der Seele weh. Oh, der Velkos macht richtig Action. Alter, das Game gerade komplett solo carried. Holy shit. Er hat allein schon mit dem Pick hat er die Länge carried, weil wie gesagt, Velkos halt King ist gegen Jenna. Jetzt carried er auch noch mit dem Roam. Holy shit, Mann. Report Kate, Int and AFK. Ha, ich meine, Fair Play ist natürlich eine wichtige Sache. Aber wenn man sowas liest, dann freut man sich schon so ein bisschen. Ranked ist halt, wie es Maxim sagt, Krieg. Da gibt es leider, es gibt Kriegsgesetze, sagen wir mal so. Aber wenn ihr euch die Weltkriege anschaut, wer hält diese verkackten Gesetze ein? Und so ist es beim Ranked leider auch. Es gibt natürlich Regeln, ja, Disconnects nicht töten. Blabliblub. Aber im Endeffekt, Sieg ist ein Sieg, ne? So 100 Games später, kann ich doch killen. Ah, nee. 100 Games später würde dich keiner mehr fragen, dieses eine Game, was du da verloren hast, ne? Woran lag denn das? Ja, Fair Play, also, ich habe halt nicht gekillt, weil Fair Play so. Nee, das fragt dich halt keiner. Der guckt auf die Wins. Wenn er dann Wins weniger sieht, dann hält er halt ein Win weniger von dir. Hast du weniger Elo. So ist das einfach. Ich warte jetzt hier. Und ich werde jetzt natürlich Action machen. Ich müsste das 1v2 gewinnen, wenn die Caitlyn Face checkt. Wobei das Exhaust. Ah, oh, das ist risky. Wenn die Caitlyn alleine ich, dann gehe ich rein. Alleine gehe ich rein. Die Minions sollten ungefähr hier crashen. Vielleicht auch hier. Und ich habe 3er Schuhe, müsste reichen. Ich habe gerade überlegt zu flashen. Also ich sag mal, in 9 von 10 Spielen hätte ich gerade geflasht. Aber jetzt war ich ausnahmsweise mal geduldig. Und hab deswegen mein Flash gesaved, was schön ist. Da sind die 3er schon natürlich wunderbar, ihr habt's gesehen. War eine gute Investition. Ja. Ich denke, ich werde jetzt auch gleich einfach mit meinem Team zu groupen. Ich merke, die Minion wäre hier noch platt. Weil Splitpush ist zwar schön und gut. Und ich bin auch fett. Aber warum soll ich das Risiko eingehen? Warum soll ich das Risiko nicht eingehen? Rein, einfach rein und sterben. So, ich hoffe, die Pots waren auf jeden Fall eine sehr gute Investition. Ist quasi wie so ein Kredit, den ihr aufnehmt. Ist halt wirklich so, wenn wir nicht vergleichen. So, wir nehmen jetzt das Teil. Und wir nehmen den Spaß. Mein X-Trinker, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich will Maw halt bauen wegen dem Armor-Pen gegen Vladimir. Unique Echoes Udyr. Ist es jetzt nicht so bad? Kann man machen. Nidalee ist gerade gestorben. Können wir Mitte deffen? Ja, wenn Velkos das auf jeden Fall. Wir machen einfach. Oh, wir machen es einfach. Hallo. Ein bisschen Respekt hier, Junge. Komm mal ran hier. Oh mein Gott, schade, dass er noch kaputt hat. Sonst hätte ich ihn richtig weggeboh. Komm ran. Warum ist er so schnell? Hat er auch 3er Schuhe? Er hat 1er Schuh. Der ist so schnell wie ich. Warte ich. So. Ich hab Summoners ab. Ich hätte auch mein Trinket ändern sollen. Nee. Oh, QSS wäre bestimmt auch geil, oder? Exhaust, okay. Entspann dich mal. Können wir was machen, oder? Ja, ich. Oh, ja, auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, den Hexenjäger nicht mehr drin. Über Skimitar. Skimitar wäre hier halt oberstick. Mein Lifestyle ist immer geil. Ich habe zwar Warlords, das heißt, wie gesagt, meiner Meinung nach immer noch ziemlich coole Masterplays auf Raven. Aber Scimitar wäre besser gewesen. Ich hatte nämlich die Vladimir Ult. Einfach glänzen. Also Kios essen. Das ist so dumm. Dass dieses fucking Item einfach Ultimates wegmacht. Und, naja, nicht nur Ultimates, einfach alles. Die macht halt wirklich. Es ist einfach ein besseres fucking Cleanse. Warum gibt es ein Item, was weniger cool als Cleanse hat und besser ist so? Das gibt's mit keinem anderen Summoner Spell. Aber mit fucking Cleanse. Cleanse hat anscheinend. Alter, der Bomb, ey. Ist meine Ult nicht gleich zurückkommen? Wo ist meine Ult? Wow, warum kam die denn so spät, Mann? Die muss schon ein bisschen trainieren. Ich habe noch nicht genug Orden. Die gehorcht mir noch nicht. Scheiße, das war ein Zufall. Oder Level Beef. Der will Beef, der sagt, der will auch Beef. Oh, haben wir, oder? Boop! Slow? Warum ist er so schnell? Ach ja, ich hab vergessen, es ist Udyr! Drecks-Chat, Mann. Richtig niedrig, 0-1-0.
hättest du auch eine Gurke hinstellen können, der würde das gleiche machen. Aber er wäre halt nicht so annoying. Wobei so eine Gurke schon ganz nervig sein. Ich habe das Gefühl, es ist doch zu laut. Ach, Jungs. Also wenn der Sound irgendwie nicht perfekt ist, dann schlag mich leider nicht. Wie gesagt, ich habe echt wenig Zeit und ich bin jetzt hier reingerusht, habe Nikas rausgekickt, schnell aufgenommen. Ich gebe mein Bestes, Jungs. Das Game ist wenigstens Premium. Premium Deluxe Quality Sparmenü. Ich weiß gar nicht mehr, was ich laber finde. Bullshit, hört einfach nicht auf mich so. Longsword noch und das schöne... Wie heißt das Ding eigentlich? Orb, irgendwas mit Scrying Orb, ne? Ne, Farsight. Farsight Alteration? What? Farsight Alteration? Seit wann heißt das denn so? Das hieß doch mal Scrying Orb, oder nicht? Oder bin ich dumm? Das hieß 100 pro mal Scrying Orb. Genau, wir haben keine Summoners mehr, aber ich glaube, wir können trotzdem Action machen. Caitlyn ist 0,5, wie gesagt. Denkt an die Männernippel. Und dann denkt an Caitlyn. Seht ihr den Vergleich? Seht ihr die Ähnlichkeiten? Ich sehe nicht. Wenn ich so zum Arzt gehen. Geht zum Arzt, sagt, ich habe den Solar-Nippel-Caitlyn-Vergleich nicht verstanden und der Arzt wird auch wissen, was ihr meint. Weil jeder gute Arzt hat mich auf Twitter abonniert. Ich kann im Prinzip, wenn ihr zum neuen Arzt geht, egal was, Zahnarzt, Chirurg, irgendwas, fragt, ob ihr mich... an, Junge. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Hilfe, Hilfe! Team! 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 Nein! Oh Mann, oh! Wow! Wow! Port dich ruhig Base, Niederle! Oh Mann, oh! War jetzt ein bisschen aggressiv. Oder ein bisschen. Aber da hätte mein Team ruhig auch mal helfen können. Aber es ist kein Draven-Game, wenn man nicht stirbt. So. Man kann nicht Draven spielen, ohne mindestens einmal im Game zu sterben. Das ist einfach so ein Naturgesetz. Könnt ihr auch euren Arzt fragen. Das geht einfach nicht anders. Aber ja, ich denke mal, also wahrscheinlich in einer Minute ist Game Over. Ich gehe stark davon aus, dass es surrendern. Und wenn nicht, werde ich als nächstes noch Richtung Skimitar gehen. Dann habe ich ein bisschen mehr. Dann wird der mich auch nur noch kitzeln, der Wladimir. Genauso der U hier. Das ist nämlich der große Nachteil von diesem Item-Bild. Ja, ihr macht übel viel Schaden. Ihr habt richtig guten Base-Damage. Aber ihr könnt halt keinen Void-Step bauen oder Magic Penetration. Das heißt, ihr macht halt, wenn die Gegner mehr haben, ziemlich wenig Damage. Dann noch Lifesteal dazu. Und dann ist RIP. Jetzt 15%. 3, okay. Jetzt auch nur mal so, um es klarzustellen. Das ist nicht der Item-Build mit Draven, mit dem ihr den meisten Damage raushaut. Auf keinen Fall. Wenn ihr ein Item kauft, was euch fucking Lifesteal gibt, MR und einen dicken Schild, dann wird das nicht den meisten Damage machen. Aber ich liebe diesen Item-Bild einfach nur, weil ihr mit Draven halt super ham gehen könnt. Und wer halt mehr als ein Game von mir mit Draven gesehen hat, der weiß, dass ich halt immer, überall, in jeder Situation ham gehe mit Draven. Und wenn ihr da halt umfällt wie so ein Stück Papier, dann ist das halt nicht worth. Ich bin aber okay. Auch wenn mich mein Team gerade im Stich gelassen hat, werde ich ihm jetzt mal helfen. Mitte ist am Slow pushen. Da. Alter, die rasieren mich. Und der erste Kill. Das ist der zweite Kill. Wow! Velkos, Alter. Ich dachte, du bist mein Freund. Ich dachte, wir hatten da was Besonderes. Jetzt stealst du mir den Kill einfach so eiskalt. Dafür müsste Caitlyn leiden. AFK! Ja, wie gesagt, das mit dem Helm ist manchmal so eine Sache. War worth, wie ihr gesehen habt. Ja, also das mit dem Helm gehen ist nicht immer die beste Entscheidung. Gerade wenn man halt 6-18 steht, oder 18-6 eher, dann fällt es einem schwer, nicht Helm zu gehen. Und manchmal, ihr kennt es halt, manchmal macht ihr den Kühlschrank auf, denkt euch, geil Helm, Schinken für die Leute, die richtig gut in Englisch sind, nehmt den. Knallt ihn in den Mund, bevor ihr nachdenkt, und dann guckt ihr aufs Ablaufdatum, seit 3 Jahren abgelaufen. Und dann denkt ihr euch auch, what have I done? Aber dann ist zu spät. Und ja, wir haben es gecallt. Game's over. Schönes, knackiges 20-Minuten-Game. Passt gut für meinen Zeitplan, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Bisschen viel Trash-Talk war dabei, aber Draven war auch dabei. Das heißt, das Video kann nur geil sein. Und falls ihr es nicht geil findet, dann... da verpisst euch! Nein, Spiel Spaß. Ich hab euch alle lieb. Deutsch ist nicht so meine Main-Sprache. Küsschen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.